Heute möchte ich dir mal ein kleines Spielchen vorstellen, mit dem du lernen kannst, auf deinen Hund zu warten. Dein Hund lernen kann, dass es nur vorwärts geht, wenn er dich anschaut und sich ruhig verhält. Und dein Hund lernt, auch wenn es am Ziel was Tolles gibt, trotzdem an lockerer Leine zu bleiben und auf dich zu achten. Im Prinzip ist es ganz einfach. Schritt 1 ist, du stellst 3 Schüsseln etwa in Hundelängen weiter auseinander in einem Dreieck auf. Also wenn du einen großen Hund hast, ist es ein bisschen weiter auseinander, als wenn du einen kleinen Hund hast. Und dann nimmst du deinen Hund an die Leine, sodass der quasi über die Schüsseln läuft und du stehst innen. Und jetzt legst du einfach in die erste Schüssel einen Keks und lässt den Hund fressen. Legst in die zweite Schüssel einen Keks, lässt den Hund fressen und er wird, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, also du gehst so quasi im Kreis herum, du kannst das rechts und links üben übrigens, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wird der Hund schon gleich zur nächsten Schüssel wollen, weil er ja weiß, da kommt der nächste Keks. Und sobald du das hast, geht es weiter mit Schritt 2. Bei Schritt 2 geht es nach dem Fressen vom Keks nur dann weiter, wenn dein Hund dich anschaut. Also, du legst einen Keks in die Schüssel, dein Hund frisst und dann wartest du. Der wird wahrscheinlich nach vorne wollen, also du hast ja eine Leine am Hund, der kommt nicht bis zur nächsten Schüssel, weil du ihn ja an der Leine hast. Und dann wird er dich wahrscheinlich früher oder später ein bisschen entsetzt angucken, so sagen, hey, ich will doch dahin, da ist doch das Futter oder da kommt das Futter hin. Und in dem Moment, wo der dich anguckt, geht es vorwärts und du legst wieder einen Keks in die Schüssel. Wartest wieder, dass er dich anguckt, wups, zur nächsten Schüssel. Also es geht immer nur dann zur nächsten Schüssel, wenn er dich anschaut. Wenn das super klappt und der sofort nach dem Fressen wieder zu dir schaut, dann kannst du mit dem nächsten Schritt beginnen und das ist, dass du die Schüsseln weiter auseinanderstellst. Also nimm die Schüssel etwas weiter auseinander, das heißt, jetzt muss der Hund eine Strecke zu der nächsten Schüssel laufen und da muss die Leine natürlich immer locker bleiben, auch wenn es in der nächsten Schüssel wieder einen Keks gibt. Und wenn das gut klappt, dass dein Hund quasi frisst, zu dir schaut, ihr lauft zur nächsten Schüssel an lockerer Leine, dort gibt es den nächsten Keks, kommt der nächste Schritt. Und in diesem Schritt muss dein Hund an der Schüssel, wo er ankommt, nochmals zu dir schauen, damit du den Keks da reinlegst. Das führt dazu, dass er insgesamt sehr viel aufmerksamer auf dich wird, weil er sowieso weiß, er muss immer erst zu dir schauen, bevor es weitergeht. Du bekommst also sehr schnell einen Hund, der sehr schön auf dich aufmerksam an lockerer Leine zu einem Ziel läuft, wo er gerne hin möchte, weil da gibt es ja Futter. Und du hast kein Futter in der Hand und lockst nicht. Ist auch eine ganz schöne Sache mal. Wenn das gut klappt, kannst du noch im nächsten Schritt die Schüssel noch weiter auseinanderstellen und du kannst es auch so machen, wenn dein Hund die ganze Zeit schon zu dir guckt, gibt es direkt den Keks in der Schüssel. Tut er das nicht, gibt es mal in einer Schüssel keinen Keks. Und ihr lauft so zur nächsten Schüssel und guck mal, ob er dann gleich wieder zu dir guckt, wenn er an der Schüssel ankommt oder vielleicht sogar die ganze Zeit zu dir schaut. Und wenn das gut geklappt hat und du hast jetzt den Hund auf der linken Seite gehabt, dann machst du das ganze Spiel jetzt auch noch mit dem Hund auf der rechten Seite. Viel Spaß dabei!